Hi Geeks und Nerds, neues Videoformat. Ja, ich fange jetzt auch mit diesem ganzen Scheiß hier an, denn es soll hier ein bisschen vorangehen auf dem YouTube-Kanal. Ihr lest da unten in der Unterschrift bereits Apps der Woche, wie dieses Format heißen. Also heißt im Prinzip jeden Freitag einmal ein Video, in dem ich halt das Hauptthema des Blogs einmal in ein Video stoße und mir die Apps raussuche, die mir persönlich am ehesten gefallen haben oder eben überhaupt gar nicht. Das werden ungefähr so 3, 4, 5 Apps pro Woche sein. Und da werde ich dann ein bisschen drüber quasseln und euch das mal ein bisschen näher bringen. Also fangen wir doch mal gleich mal direkt an mit diesen Apps der Woche. So, fangen wir gleich mal mit der ersten App der Woche an. Und zwar ist das ein neuer Messenger von den IM Plus machen. Und der nennt sich einfach Sicher. Gibt's für Android, iOS und eben auch Windows Phone. Wie gesagt, kommt von den IM Plus machen und soll, der Name sagt es bereits, besonders sicher sein. Grundsätzlich läuft das erstmal ab wie bei jedem anderen mobilen Messenger. Man verifiziert sich mit seiner Mobilrufnummer, legt sich ein Konto an und kann dann Kontakte hinzufügen, von denen es wahrscheinlich momentan noch in etwa 3 gibt. Das Ganze ist an und für sich weniger problematisch. Klar, okay, Nutzer können über die Zeit hinweg kommen, auch wenn sie es nicht werden, dann ist es schließlich ein mobiler Messenger. Und hier haben wir WhatsApp, klar. Problematisch aber ist bei dieser ganzen Herangehensweise der Punkt Sicherheit. Klar, der Name sagt bereits, sicher will eben sicher sein, ist es aber nicht, denn die Verschlüsselung, die End-to-End-Verschlüsselung, wird mit 1024 Bit langen RSA-Keys generiert oder beziehungsweise sichergestellt, was eben nicht mehr besonders sicher ist. Und dementsprechend ist auch sicher eben nicht wirklich sicher. So, die nächste App der Woche ist jetzt ein alternativer Launcher, der jetzt ganz aktuell bei Google Play in einer ersten Beta-Version veröffentlicht wurde. Und zwar handelt es sich hier um Terrain Home. Da schaut jetzt erstmal weniger spektakulär aus. Eigentlich ist der Launcher aber doch gar nicht mal so verkehrt. Das Entwicklerteam wird von dem Samsung Accelerator-Programm finanziert und dementsprechend haben die natürlich auch ein paar schlagkräftige finanzielle Mittel zur Verfügung, um sich eben zu finanzieren und ein paar coole Features zu entwickeln. Zum einen, wenn man eben von links in die Mitte wischt, hat man so ein kleines, cooles Seitenmenü, so eine Sidebar. Das sieht erstmal aus wie Google Now, so ganz grundsätzlich. Man hat ein paar Karten zur Verfügung, beziehungsweise das sind eben an und für sich Widgets in Kartenoptik. Da gibt es dann beispielsweise eine Energiesteuerung, Wetter-Widget, Uhren-Widget, Kontakte, News-Widgets und allen Pipapo, mit denen man verschiedenste Informationen zentral in einer Oberfläche zusammengefasst hat. Das ist alles gar nicht mal so mies und so schlecht gemacht. Das ist tatsächlich wirklich gar nicht mal so uncool. Wenn ich jetzt von rechts nach in die Mitte reinwische, habe ich eben den App-Drawer alphabetisiert. Finde ich jetzt nicht ganz so klasse. Sieht ein bisschen uncool aus, sag ich mal. Ist jetzt nicht ganz so mega pornös, ne? Und wenn ich von unten nach oben wische, dann kommt die Suchfunktion zum Vorschein. Ist im Grunde genommen eine Google-Suche. Man kann eben nach Kontakten, Apps suchen, auch Websuchen anstoßen. Ja, an und für sich gar kein so verkehrter Launcher. Vor allem eben dieser Ansatz hier mit den Karten ist ganz cool. Beta-Version, wie gesagt, bei Google Play. Nur mit wenigen Smartphones aktuell kompatibel. APK-Datei gibt es bei mir im Blog zum Download. Dann könnt ihr es auch eben auf nicht kompatiblen Geräten installieren und nutzen. Und das letzte Programm im heutigen ersten Video ist der Internet Explorer in Version 11. Ohne Spaß, denn da gibt es jetzt einen neuen Developer-Channel. Was ist der Developer-Channel, werdet ihr euch fragen. Ganz grob erklärt anhand der Beispiele Firefox, Opera und Chrome natürlich. Da gibt es ganz grob gesagt 3 verschiedene Channels. Developer, Beta, Final bzw. Stable. Und neue Features werden dann eben erstmal in der Dev-Variante veröffentlicht. Dann werden Bugs gefixt etc. pp. Dann gibt es den Beta-Channel. Wenn es dann eben, geeignet für die Finalversion für den großen Nutzer ist, dann geht es eben in den Stable-Channel. Und genau das wird jetzt auch beim Internet Explorer zunehmend passieren. Da gibt es eben den neuen Developer-Channel, wo neue Features nach und nach hinzugefügt werden, wo sie optimiert werden und dann geht es eben ab in die finale Version. Das Ganze ist ziemlich cool, denn Internet Explorer ist seit Version 11 eigentlich schon relativ gut brauchbar, also sehr viel besser als sein Ruf eigentlich. Und mit dem Developer-Channel könnte Microsoft da wirklich ordentlich nochmal hinterherlegen und den Browser hoffentlich auch noch kompatibler zu aktuellen Webstandards machen und das Ganze eben ein ganzes Stück weit besser machen. So, da habt ihr das erste App der Woche Video. Das Ganze folgt jetzt eben, wie gesagt, möglichst wöchentlich am Freitag. Ich versuche es auf 14 Uhr zu teilen, sagen wir ungefähr.
um den Dreh rum 14 Uhr. Und die einzelnen Downloads oder beziehungsweise die Beiträge zu den Themen, die ich hier vorgestellt habe, findet ihr natürlich bei uns im Blog bei kokosblog.de. Die Links zu den einzelnen Beiträgen sind unten in der Videoinfo, also guckt da mal rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst Kommentare da, like das Video, teilen, bla bla bla. Was auch immer ihr machen wollt, ist mir eigentlich auch fitzpiep egal. Was aber nicht egal ist, sind eure Apps der Woche. Was hat euch denn in dieser Woche großartig gefallen? Wo gab es Updates, die ihr bemerkenswert fandet? Was für neue Apps habt ihr entdeckt? Ab in die Kommentare damit, ne? Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Boah, Spaß, ich brauche ein Bier, ey.